Rapsernte. Dieses Jahr müssen sie richtig ranklotzen. Dieses Jahr, das ist außergewöhnlich und ich glaube, ganz viele Menschen oder Landwirte in der Umgebung haben das so noch nie erlebt. Mehr Anbaufläche. Mehr zu tun fürs Lohnunternehmen. Dreht nicht so schnell, wie es eigentlich drehen sollte. So ein Kack. Nochmal hoch. Wäre da nicht der ständige Regen? Zeit schreitet fort, ne? Jeden Tag, den wir nicht dreschen können, ist ein verlorener Tag. So eine Regenwolke im Nacken kitzelt aus manchen noch mal so richtig was hervor. Osnabrück, Mitte Juli. Heute soll es für Betriebsleiter Florian Menke von einem der größten Lohnunternehmen Niedersachsens mit der Rapsernte losgehen. Guck mal. Einen Tag früher als erwartet. Zack. Der ist drin. Und letztendlich entscheidet der unser Kunde, also der Landwirt, wann der Erntezeitpunkt festgelegt wird. Da sind noch ein paar mehr Faktoren von abhängig. Aber wenn er sagt, jetzt müssen wir dreschen. Und heute ist Sonne, morgen steht schon wieder Regen an, dann müssen wir dreschen. Ne? Hydraulik hast du gehabt, Henry, ne? Hydraulik ist dran, ja. Wollen wir die Schutz noch abnehmen? Für den Raps müssen sie den Mähdrescher extra umbauen. Wichtig, die Rapsmesser. Die Schotenpakete, also wo die kleinen schwarzen Körner drin sind, die sind zum Erntezeitpunkt, also zur Abreife, sehr empfindlich. Und die kann man unter anderem nur so anschnipsen und dann fällt das Korn da raus. Wenn wir jetzt ohne diese Messer fahren, dann würden wir zu viel von der Seite quasi berühren mit dem Schneidwerk und würden Verluste produzieren. Henry, geh mal einmal an die Seite, dann blase ich die auch ab. Jo. Ihr gehört die Maschine. Katharina Lingemann ist Drescherfahrerin und Chefin des Lohnunternehmens. Mit 9 Mähdreschern, 49 Festangestellten und 33 Lkw. Anfang der Ernte freut man sich immer überhaupt, dass es losgeht. Dann geht's los und dann juckt alles. Die 35-Jährige ist schon von klein auf im Lohnunternehmen ihrer Eltern dabei. Wenn ihre Freundinnen im Freibad waren, saß sie auf dem Drescher. Inzwischen ist die Landmaschinenmechanikermeisterin selbst Mutter und fährt die modernste Maschine im Fuhrpark, einen Raupendrescher. 11 Hektar will sie heute ernten. 4 Felder. Der Kunde, Biolandwirt Gunnar Joost. Moin! Moin! Sag hier. Na, wie hast du es? Bin ein bisschen aufgeregt, aber so wert. Hoffentlich bleibt es trocken und geht durch den Drescher. Kriegen wir es schon hin. Sehen wir ja gleich. Am Nachmittag soll es regnen. Bis dahin will Katharina fertig sein. Wenn der Raps nass ist, kann sie nicht dreschen. Das Stroh geht dann nicht gut durch die Maschine. Bezahlt wird pro Hektar und Einsatz. Jede weitere Anfahrt verlorene Zeit. So ein bisschen Stress, um gut zu arbeiten, ist manchmal gar nicht so schlecht. Es gibt bei uns auch im Betrieb welche, die sind stressresistenter und andere nicht so. Aber ich zum Beispiel, ich finde das einfach gut. So eine Regenwolke im Nacken kitzelt aus manchen noch mal so richtig was hervor, wo jeder selber so gedacht hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Aber es gibt natürlich Tage, die laufen nicht gut. Es gibt aber ganz viele Tage, die laufen richtig gut. Und dann sitzt man da und freut sich einfach. Und was ist? Das ganze Jahr erzählen wir uns Geschichten aus der Ernte. Weißt du noch, das Jahr, das und das, da haben wir das und das da und da gemacht. Von sowas leben wir, ne? In diesem Jahr haben Niedersachsens Landwirte und Landwirtinnen viel mehr Raps auf den Feldern. Der Grund? Heimische Öle sind gefragt und der Preis ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Wegen des Kriegs in der Ukraine. Alles, was hier so silbrig erscheint, das sind schon aufgeplatzte Schoten. Die sind schon leer. Da sind die Körner alle auf dem Boden gelandet. Das heißt für uns verloren. Natürlicher Reifeprozess, dass manche eher sind und manche später. Gunnar, da kannst du deine Probe nehmen. Du hast da eine Tasche? Hä? Da hast du. Das ist ja Luxus. Luxus hier. Landwirt Gunnar Joost will wissen, wie feucht sein Raps ist. Er hofft auf weniger als 8% Feuchtegehalt. Der Mähdrescher misst die Feuchtigkeit. Zeig mir erst so Runde 13 an.
Ja, auch Stunde. Gunnar gleicht mit einem Handmessgerät ab. 12,1. 9,9 messe ich jetzt hier. Ja. Der Raps ist noch nasser als erwartet. Maximal 10% Restfeuchte darf er haben. Sonst kann der Landwirt ihn nicht an die Ölmühle verkaufen. Er müsste in die Trocknung. Das bedeutet Extrakosten. Der Blick in die Zukunft wird es zeigen, ne? Ob man am Ende zu ungeduldig war. Wenn es jetzt die nächsten 7 Tage durchregnet, war ich der Schlaue. Keine Ahnung. Das ist das Gute. Das Wetter können wir nicht selber machen. Dann müssen wir mit leben mit dem, was wir da kriegen. Das erste von 4 Feldern geschafft. Doch dann Regentropfen. Jetzt bauen wir mal zusammen und dann gucken wir, ob es dann gleich noch weitergeht. Oder ob wir eventuell Feier machen für heute. Katharina muss für ihre Maschine entscheiden. Der Landwirt für seine Ernte. Konsens, es geht weiter zum zweiten Feld. Aber dort ist kein Platz zum Rangieren. So ein Kack. Hier ist nirgendwo irgendwas abgemäht. Deswegen müssen wir jetzt rückwärts in den Bestand fahren. Und bei Getreide ist es so, dass wir das wieder hochmähen können. Bei Raps ist, wir fahren da rein, die Körner sind weg. Die liegen auf dem Boden. Und das ist immer, das wurmt ein. Also es ist einfach ärgerlich. Aber irgendwer ist der Erste und irgendwo fällt ein Korn raus. Aber dass immer ich das sein muss. Immerhin, das Feld liegt nicht an einem Hang. Denn wenn es schief wird, mag Katharina es überhaupt nicht. Dafür gibt es hier andere Schwierigkeiten. Man muss jetzt halt hier beim Losmähen an den Bäumen, Waldkante mehr darauf achten, dass man sich nicht zufährt. Ich habe da Alligatorketten, ich habe hier eine Überkehr, in die ich immer schauen muss. Fährt die Schnecke sich zu, habe ich halt ein Problem. Dann stehe ich erstmal bestimmt eine Stunde und bin am Reparieren. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Dann tatsächlich ein Problem. Und ist eine Schleifspur. Sie fürchtet, dass sie da vorne einen Stein gefressen hat. Hat eine Steinfangmulde und so, aber. Von dem Fall ist dicht hier. Okay. Der Fall ist voll. Kommt nicht weiter. Wir haben jetzt gerade ein bisschen viel Raps gegessen und jetzt müssen wir einmal hier verdauen. Wir legen das Schneidwerk einmal ab und gehen da dann bei. Ich glaube nicht, dass wir das so wieder loskriegen. Ja. Bauen einmal ab. Sollte ein großer Stein im Mähdrescher stecken, heißt das fast zwangsläufig Reparaturarbeiten. Und das würde dauern. Warte mal, ich reversiere mal. Mal langsam laufen lassen, ob die Gleise alle gerade sind, oder? Ja. Guido, setz dich mal einmal oben drauf, den gelben Knopf rückwärts drücken. Da am Pult. Wahrscheinlich mit der Kette aufgedreht und dann der Sand. Weißt du die? Kein Stein. Ein Fahrfehler. Weiter geht's. Das kratzt am Ego, ja, sehr. Ja, wahrscheinlich zu schnell gefahren und er hat einfach ein Zussen zu viel geguckt. Einmal nicht genau hingeschaut und schon ist es passiert. Also sind Sekunden, also Sekundenbruchteile und zack, sowas. Aber alles gut, weitermachen, hilft ja nicht. Aber dann regnet es doch. Erntepause. Wie sieht's aus? Ja, hab mir gedacht. Für die nächsten 2 Tage. Ja, wenn dann später Nachmittag mal gucken, ne? Wenn überhaupt. Danke, tschüss. Und auch heute hat Betriebsleiter Florian Menke noch keinen Auftrag. Tja,
Gestern Nachmittag, da waren eigentlich so die Planung so weit, dass wir heute 135 Hektar gut dreschen wollten, davon knapp 60 Hektar Raps und ja, 70 Hektar Getreide gut weg, was halt geht. Und dann die großen Standorte, wo wir hinwollten, da hat es heute Nacht dann geregnet, 6, 7, 8 Millimeter, ziemlich regional unterschiedlich und das ist zu viel. Jetzt sind es 16 Grad. Der Wind ist kalt. Es trocknet nicht. Moin Katharina, wie geht's dir? Kalle will nicht. Christian probiert gleich mal bei sich im Raps, wie es aussieht. Wegen der großen Rapsmengen in diesem Jahr sollen extra Schiffe fahren. Das Ziel, den Raps abfahren und die eigenen Lkw entlasten. Der erste Termin steht, aber ohne Ernte wird das Schiff nicht voll. Abgesagt, Stefan Pickert abgesagt. Die Zeit schreitet fort, ne? Jeden Tag, den wir nicht dreschen können, ist ein verlorener Tag. Eben, ne? Wir stehen Gewehr bei Fuß. Ne? Das ist natürlich auch ein Sonntag. Die Leute, die Fahrer, die wollen natürlich auch irgendwann wissen, kann ich jetzt noch, was weiß ich, irgendwo ein Fahrrad fahren, Kaffee trinken gehen, was mit meiner Familie machen. Und nicht warten, dass der Lohner anruft, kannst du jetzt Drescher fahren. 3 Stunden später. Wenigstens ein Landwirt hat sich entschieden zu ernten. Firma B&L, Lukas Schaube, moin. So, ich fange jetzt an, bei dir den Raps zu dreschen, ja? Jo, alles klar. Tschüss. Lukas Schaube gehört seit 2 Jahren zu den Kernfahrern im Lohnunternehmen. Schon als Kind fuhr er auf den großen Erntemaschinen mit. Wird auf jeden Fall Zeit, dass dieser Raps abkommt. Weil die Schoten sind alle schon so hell, so weiß. Das ist schon ein Anzeichen dafür, dass die Körner schon rausfallen. Es ist ein ständiges Abwägen. Noch ist es teurer, den Raps zu trocknen. Da nehmen viele Landwirte und Landwirtinnen lieber verlorene Erträge in Kauf. Der ständige Regen knickt aber auch die Halme ab. Umso schwieriger wird es für Luca im Mähdrescher, die Körner zu ernten. Landwirt Hermann Huser hatte schon vorgewarnt. Aber hast du schon gesehen hier, ne? Also hast du recht gehabt. Der ist schon doch hier vorne ziemlich ins Lager gegangen. Ne? Ja, da sind die Fallwinde gewesen neulich und der Regen. Man, da musst du mit leben, nützt ja alles nichts. Man muss sehen, dass man eine Maschine kriegt. Die warten ja auch nicht nur auf mich, sondern sie haben ja auch andere Kunden. Dann dieses Jahr bei den Witterungen, es gibt heute Abend schon wieder Regen für die nächste ganze Woche. Und bei den überreifen Raps, der hier ist, wird der Zeit, dass er runterkommt. Und dann musst du das eben akzeptieren. Luca muss die Einstellungen der roten Haspel wegen der abgeknickten Halme ständig verändern. Und dann noch ein ganz anderes Problem. Ach nee, jetzt hat die Haspel schon mal nicht mehr so viel Lust. Dreht nicht so schnell, wie es eigentlich drehen sollte. Eigentlich sollte die ein bisschen schneller drehen. Weiter ernten kann Luca trotzdem. Er muss nun sein Fahrtempo etwas anpassen. Manchmal hilft auch ein Neustart. So, jetzt dreht er wieder volle Pulle. Irgendwas ist immer. Das gehört zum Job dazu. Zwischenfruchtanbau, das kommt ja auch alles. Aber ein Landwirt ist am Telefon. Ja, schön. Ja, können wir machen. Sag eine Uhrzeit. Danke, tschüss. Die Sonne steht hoch. Jetzt haben sich die meisten entschieden. Wir sind jetzt gleich mit allen Maschinen unterwegs. Der zweite Rapsdrescher fährt gleich auch raus und der Rest zum Getreide. Florian holt jetzt seine Fahrer aus dem Wochenende. Sie müssen wissen, wo die Felder liegen und wohin die Ernte abgefahren werden muss. Alle Daten schickt er direkt aufs Tablet. Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Der ist da. Jetzt habe ich alle Fahrer zusammen. Hallo Katharina. Katharina direkt vom Acker. Klemmt das fest? Bitte? Klemmt das fest? Ein Problem am Mähdrescher. Müssen wir mal gegendrücken. Muss ich gleich kommen. Ausgerechnet jetzt, wo alle Maschinen gebraucht werden. Immer Maschinenstillstand, wenn es gerade alle losgeht, das ist immer schlecht. Ja.
allem, wenn man nicht weiß, wo es liegt, ne? Ja? Moin Jan, fahren wir noch nicht los. Wir müssen jetzt einmal telefonieren. Das kann sein, dass ich die Kunden einmal drehen muss. Ich melde mich dann gleich, ja? Ja, okay. Super, danke Jan. Ja, ciao. Tschüss. Florian hat Maschinenbau studiert. War vorher bei einem Landmaschinenhersteller als Ingenieur. Guck mal, den Zylinder. Ja. Hier. Ja, bewegt sich. Jetzt klemmt. Ja. Ein Problem mit dem Blech, das das Stroh im Drescher lenkt. Das klappt nicht. Also es muss umklappen jetzt, also einfallen. Gestern hat es noch funktioniert und heute klappt es nicht mehr. Mach mal den, drück mal den Hebel. Mach mal hoch. Jetzt runter. Da gibt's doch nicht. Jetzt nochmal. Der Kunde möchte sein Stroh nicht gehäckselt haben. Es soll lang bleiben. Für Strohballen. Das geht aber nur, wenn die Klappe in der richtigen Position ist. Also war frei. Ja. Ja. Deswegen habe ich mich angerufen. Ja. Wenn es frei wäre, hätte ich es freigeholt. Gut, also mechanisch nicht, also hydraulisch. So. Der Zylinder will fahren. So, hier drückt er drauf. Hier geht das Öl raus. Genau. Hier rein. Ist der Rücklauf. Der kommt nicht, weil. Weiß ich auch nicht. Florian kann das Problem hier nicht lösen. Wir tauschen die Maschinen. Versuchst du Knut und Jan kommt hier hin. Wechseln können wir ja. Katharina soll mit ihrem Mähdrescher auf ein anderes Feld. Der Drescherfahrer von dort hierher kommen. Gott, alles klar. Danke. Tschüss. So, die Maschine, die fährt jetzt zum Kunden hin, wo gehäckselt wird, der Stroh kurz. Der ist hier quasi um die Ecke. Da ist eine andere Maschine von uns, die Stroh lang lassen kann oder beides, wo alles funktioniert. Und die kann dann erstmal arbeiten mit der Maschine, weil wir müssen das Blech da hinten rausbauen, zumindest die Schrauben da rausnehmen. Und das ist vor Ort nicht ganz so einfach. Ne? Sechs Uhr morgens. Hafen Bad Essen. Florian will heute 1000 Tonnen Raps auf ein Schiff verladen. Denn das Unternehmen ist nicht nur für die Ernte, sondern auch den Abtransport verantwortlich. Das Wetter muss mitspielen. Ne? Sobald ein Regenschauer ist, Schiff zu. Dann müssen wir warten, bis es wieder trocken ist. Weiter, weiter! Gut! Kabel für Strom, Stapler, Förderbänder, alles hat er hergebracht. Alles muss funktionieren. Möglichst schnell soll es gehen. Sonst drohen zusätzliche Liegegebühren für das Schiff. Ja. Kann anfangen. Kann anfangen? Schon im letzten Jahr hat Florian Raps verschifft. Dieses Jahr sind zwei neue Förderbänder im Einsatz. Müssen wir einmal einstellen über den Schieber, weil wenn da zu viel Masse kommt, entweder bleibt das Förderband stehen oder es kippt nach vorne über. Neun Lkw sind unterwegs. Sie pendeln zwischen den Rapslagern und dem Hafen. Von hier fährt das Schiff dann ins rund 90 Kilometer entfernte Hamm zu einer großen Rapsmühle. Das wäre mit dem Lkw auf der Straße, wäre es machbar, aber die Kapazität der Lkw ist in der Ernte begrenzt. Von daher ist es logistisch einfacher, auf die kurze Entfernung den Raps hier einmal zu verladen und das Schiff zum Verarbeiter zu fahren oder zu bringen, als das alles mit Lkws dahin fahren. Das wurde die letzten Jahre so gemacht, aber die Rapsanbaufläche hat sich erhöht und dadurch ist auch mehr Raps da und muss auch mehr transportiert werden. Ein Problem am Förderband.
Förderbahn ist zu voll. Kipp um. Nein, passiert nichts. Hängt schon rund, oder? Alles gut. Überladen. Ja, da musst du ein Auge für haben. Das Band muss strammer. Der Förderband ist nagelneu, das hat bislang nur ein bisschen Dünger verladen. Und ja, jetzt einmal Raps und einmal die Einstellung finden. Ne? Das ist so die Startschwierigkeiten, nenne ich mal. Ne? Was ist das, 27? Ja, lass mal her. Rund 300 von 1000 Tonnen Raps sind im Schiff. Am Himmel dunkle Wolken. Also noch scheint ja die Sonne und ich gehe davon aus, dass der Regen im Berg hängen bleibt. Gesunder Optimismus. Nur wenige Tropfen. Sag doch, zieht vorbei. Über 400.000 Euro ist die komplette Ladung wert. Im letzten Jahr hat der Raps Rekordpreise erzielt. Da hätte es für diese Ladung etwa das Doppelte gegeben. Ja, du Spaß ist Fitnessstudio, ne? Hier bleiben. Ein unabhängiger Ladungskontrolleur prüft, ob zu viel Stroh im Raps ist oder Schädlinge an den Körnern sind. Zudem darf die Temperatur nicht über 30 Grad sein. Wenn die Temperatur höher ist, kann das ein Indiz dafür sein, dass die Ware schlecht ist, geschimmelt ist, anfängt zu schimmeln, Gärung, irgendwie sowas in die Richtung. Und birgt dann auch im Schiff ein Explosionsrisiko, wenn das irgendwie anfängt, dann da drin heiß zu werden. Und deswegen muss man immer die Temperatur messen. Aber in dem Fall passt alles. Und deswegen alles gut. Ein neues Problem. Weniger Lkw kommen. Der Grund: lange Wartezeiten an den Rapslagern. Auch Chefin Katharina ist heute mit einem Lkw unterwegs. Wir standen mit zu vielen Lkws da und dann haben die Kunden noch angeliefert. Und dadurch verzögerte sich das alles, weil alles mit dem Stapler geladen werden muss. Manchmal so. Der Sumpf steht. Ja, aber dann lass es drin nicht. Oh. Und aber jetzt kriege ich auch noch Weizen angeliefert. Die sind da maßlos. Florian schickt die Lkw nur noch zu den Rapslagern, an denen es keine Wartezeit gibt. Das Schiff soll heute noch fertig beladen werden. Sonst werden höhere Liegegebühren fällig. Die Luke vorn jetzt voll. 40 Tonnen müssen noch drauf. Plus den Rest. Also ungefähr 80 Tonnen. Der letzte Lkw. Knapp 1000 Tonnen sind im Schiff. Tagesziel geschafft. Aber Florian hat noch nicht einmal ein Viertel vom Raps seiner Kunden und Kundinnen abgeerntet. Für die nächsten Tage ist wieder Regen angesagt. Umso länger sich das jetzt zieht, umso reifer werden die anderen Früchte und umso mehr kommt mit Mahl. So, und wenn wir jetzt nicht beständiges Wetter kriegen, also wenn jetzt nicht zwei Wochen durchgehend Sonne angesagt ist, dann ja, wir haben halt nicht mehr Maschinen. Ne? Eine Woche später. Zurück auf dem Betriebshof in Osnabrück. Tagelang hat es geregnet. Katharinas Mähdrescher ist repariert. Jetzt soll für zwei Tage die Sonne scheinen. Endlich. Also wir haben ja alle Bock. Also es wird auch Zeit, dass wir jetzt endlich Gas geben können. Weil so langsam liegen die Nerven halt echt blank. Ne? Überall ist der Auswuchs auf dem Acker, überall das Getreide wächst aus. Ist jetzt nicht mehr schön, aber wir müssen jetzt endlich mal ein bisschen was schaffen. Alle neuen Mähdrescher gehen heute in den Einsatz. Weizen und Raps. Beides muss jetzt dringend runter. Neun Kilometer nördlich. Drescherfahrer Christian Krampf ist am ersten Rapsfeld angekommen. Und hier gibt's wegen des Regens ganz besondere Herausforderungen.
Da hinten hat er ja ein, zwei nasse Löcher in diesem Stück. Wo es jetzt nach der vielen Wasser eventuell ein bisschen schwierig sein könnte mit der Befahrbarkeit. Im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass wir uns heute noch festfahren. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber nach dem Regen die letzten Wochen weiß man ja nie, was passiert. Feucht ernten oder weiter warten. Die Landwirte und Landwirtinnen müssen jetzt entscheiden. Einige Trocknungsstationen nehmen nur noch bis morgen Raps an. Wer vergeblich auf Sonnenschein wartet, könnte die gesamte Ernte verlieren. Ihnen gehört das Feld hier. Landwirt Ernst Linnemann und Sohn Timo wollen wissen, ob ihr Raps in die Trocknung muss. Je nasser der Raps ist, umso höher sind die Kosten. Auch zu Hause will jemand wissen, wie die Ergebnisse sind. Mama hat mich. Ja, ja, hallo. 12,2. Ja, jetzt haben wir sogar. Ja, jetzt haben wir sogar 12,2. 3% zu feucht. Ja, ist so. Kannst auch nicht drauf warten. Also ausfallen tut er nämlich auch. Also der wird in die Trocknung gehen. Bei 15 Hektar ist das ein Schaden für mich von 3.000 Euro. Mal eben so. Kilometer südlich. Drescherfahrer Luca ist auf den Rapsfeldern von Landwirt Franz Josef Brunsmann unterwegs. Sieht gut aus im Moment noch. Trotz des vielen Regens, die Schoten sind fast alle noch voll. Ist noch nichts ausgefallen. Der ganze Bestand steht noch. Also wir sind noch zufrieden. Und das, was wir gerade gedroschen hatten, haben wir 9,3%. Also das ist im optimalen Bereich, muss man mal sagen, für diese Verhältnisse. Ab und zu brauchen wir auch mal Glück. Betriebsleiter Florian Menke musste heute einigen Kunden absagen. Lieber würde er alle bedienen, aber dieses Jahr gibt es einfach zu wenige trockene Stunden. Ciao. Auch Stress hin oder her und Telefonate und den ganzen Tag passiert irgendwas und es wird Leute geben, die werden zufriedenstellen und sind zufrieden und freuen sich, dass alles geklappt hat und andere, ja, die sind dann halt nicht dran gekommen und dann rechnen sie es halt nochmal rein und dann müssen wir noch ein paar Tage warten. Das ist halt, schiebt sich nach hinten alles auf. Ne? Und das sind dann die Momente, die nicht so schön sind, aber letztendlich abends, wenn man dann doch mal nach Hause kommt und mit den Jungs nochmal spricht und sagt, ja, eigentlich war es ja ein guter Tag heute und das hat geräumt und hat geschafft, dann ist es wieder schön im Moment. Ne? Dann kriegst du vielleicht mal ein bisschen feuchte Augen oder mal ein warmes Gefühl im Bauch und dann kannst du auch mal eine Flasche Bier abends in Ruhe trinken und dann ist alles in Ordnung. Ne? Florian Menke? Ich bin im Moment guter Dinge, das muss ich dir sagen, aber im Moment, ne? Das ist halt Momentaufnahme. Ne? Letztes Jahr waren sie mit der Ernte Mitte August längst durch. Dieses Jahr noch nicht einmal Halbzeit. Noch mehr Trecker, Typen, Erntezeit? Dann klickt hier. Alle Folgen in der ARD Mediathek.